Hallo ihr Lieben! Ja, von uns gibt es heute ein Futterhaul und mit uns meine ich Akina und mich. Wir haben vor kurzem eine Futterbestellung aufgegeben. Es war mal wieder an der Zeit. Es hat sich halt dem Ende geneigt, wie das immer so ist. Und das ist jetzt vor ein paar Tagen angekommen. Und weil ich ja sowieso mal gefragt wurde, ob ich zu dem Thema nicht mal ein bisschen was erzählen kann, was wir füttern, wann wir füttern und ja, alles zu dem Thema halt, habe ich mir gedacht, ich verbinde das einfach mal und zeige euch mal kurz, was wir bestellt haben und zeige euch nachher dann auch, wie ich das so lagere. Ich fülle das nämlich immer um. Ein Sack ist jetzt hier auch schon leer. Der ist jetzt ganz unten. Genau, ein Sack habe ich schon umgefüllt. Wie gesagt, das war vor ein paar Tagen halt hier gewesen. Ich hatte nur leider früher noch keine Zeit, ein Video zu machen. Und jetzt steht es hier schon seit ein paar Tagen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich zeige euch jetzt erstmal das Futter. Wir haben von der Marke Wolfsblut das Futter. Das ist jetzt die Sorte Dark Forest. Das ist mit Wildfleisch, Süßkartoffeln und Kräutern. Die Sorte, die ich immer nehme, ist Wild Duck. Das ist mit Entenfleisch und Kartoffeln. Und die habe ich zweimal genommen. Hier ist der leere Sack, also den habe ich wie gesagt schon umgefüllt. Und ja, das sind so die beiden Sorten, die ich immer nehme. Das sind auch die Sorten, die Akina am besten verträgt. Ja, ich habe jetzt halt von Wild Duck zweimal genommen und Dark Forest nur einmal. Manchmal machen wir das aber auch andersrum. Das liegt halt daran, dass wir das bei Futterfreunden bestellen und da gibt es so einen Vorteilspack, wo man 3x2 Kilo bestellen kann. Und ja, dann bezahlt man etwas über 30 Euro. Das ist voll in Ordnung, finde ich. Und ich habe lieber diese kleinen Säcke als so riesengroße, weil ich mag das einfach nicht, so einen großen Sack anzufangen und den dann monatelang irgendwie stehen zu haben oder so. Ich finde immer, das verliert einfach an Frische und an Aroma und so. Und ja, deswegen sind mir halt diese kleinen Säcke lieber. Die hat man halt schneller aufgebraucht und das Futter dann einfach frischer. Jedenfalls ist es mein Empfinden. Das kann natürlich auch jeder für sich selber entscheiden. Man kann auch einen 15 Kilo Sack davon kaufen oder so. Aber ich finde immer für so einen kleinen Hund, ja, sind 15 Kilo schon doch sehr, sehr viel und man braucht auch echt lange, bis man das dann aufgebraucht hat. Und von daher sind mir diese kleinen halt einfach lieber. Ja, ich würde auch bei einem futterempfindlichen Hund wie Akina jetzt zum Beispiel empfehlen, erstmal eine Probepackung zu nehmen. Man hat da die Wahl zwischen 100 Gramm und 500 Gramm, soweit ich weiß. Und ja, das einfach erstmal auszutesten. Wir hatten nämlich schon auch von Wolfsblut zwei Sorten, die sie nicht hundertprozentig optimal vertragen hat. Das heißt also, sie hat sie schon vertragen, aber man hat einfach am Output gemerkt, dass es nicht perfekt verwertet wird. Also sie musste halt ihr großes Geschäft öfter erledigen und das war von der Konsistenz nicht normal. Und ich möchte jetzt eigentlich noch gar nicht weiter darüber reden, weil das ist schon ein ziemlich ekeliges Thema. Wobei als Hundehalter, ja, es ist normal manchmal, dass man sich dann auch darüber mal unterhält. Daran erkennt man halt irgendwie auch, dass es dem Hund gut geht und der gesund ist, ne? Und gerade auch mit dem Futter, also da merkt man dann halt einfach schon die Unterschiede, sage ich mal. Wir hatten auch mal als Probepackung von 500 Gramm die Sorte Black Marsh. Das war mit, ich weiß gar nicht, was für ein Fleisch das war. Auf jeden Fall glaube ich mit Kürbis in Verbindung oder Süßkartoffel, so genau weiß ich das jetzt irgendwie nicht mehr. Auf jeden Fall sind die auch richtig gut vertragen, aber die ist leider bei dem Vorteilspack nicht dabei und ja, deswegen sind es halt immer diese beiden Sorten. Ja, wir laufen auf jeden Fall mit den beiden Sorten richtig gut. Sie mag sie total gerne und ich bin auch total begeistert von dem Futter. Das ist nämlich getreidefrei und mit einem hohen Fleischanteil. Und das waren halt auch so Sachen, die mir auf jeden Fall wichtig waren.
und auch, dass kein Zucker und sonstiger Müll einfach enthalten ist, der im normalen Futter leider viel zu oft verwendet wird. Hunde sind halt einfach Fleischfresser und keine Hühner, die Getreide fressen und daher hat das aus meiner Sicht nicht wirklich was im Hundefutter zu suchen. Und ja, für mich ist es halt einfach wichtig, dass ich meinen Hund hochwertig und gut ernähre und auf die Gesundheit achte. Ja, man möchte den Hund natürlich so lange wie möglich haben. Und es soll denen ja auch gut gehen und gerade wenn man auch so einen empfindlichen Hund hat, also es ist schon echt wichtig darauf zu achten und wenn man sich auch echt mal näher mit dem Thema befasst und sich mal so ein bisschen beliest und informiert, dann wird man auch ganz, ganz schnell feststellen, wie viel Schrott es einfach an Futter gibt und wenn man sich damit auskennt, möchte man sowas seinem Tier wirklich nicht zumuten und versteht dann teilweise auch, wieso so viele Hunde ständig zum Tierarzt müssen. Und ganz ehrlich, also wir sind kaum beim Tierarzt, vielleicht mal zum Impfen oder so, aber das war es dann eigentlich auch schon. Und von daher ist mir das auf jeden Fall super wichtig, dass sie hochwertig ernährt wird. Und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Futter, die man empfehlen kann und die natürlich auch ähnlich gut sind wie das hier. Aber wir haben uns jetzt einfach auf das festgelegt, beziehungsweise fahren damit einfach am besten. Und deswegen habe ich auch keinen Bock, jetzt irgendwie stundenlang oder ewig dann rumzuprobieren oder so. Weil wieso soll man Neues ausprobieren, wenn man halt ein sehr gutes Futter gefunden hat und vielleicht hilft das Video ja dem einen oder anderen auch, also falls ihr jetzt irgendwie gerade auf der Suche nach einem guten Hundefutter seid oder so, wie gesagt, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ich packe euch auch alle Links in die Infobox, also sowohl da, wo ich es bestelle, als auch von der Seite selber, wo ihr euch dann die ganzen Sorten angucken könnt und die Zusammensetzung und die Größe von den Futterbrocken und was weiß ich, was man da alles gucken kann. Und weil das zum Beispiel auch unserer Katze mega gut gefallen hat, was ich echt schon irgendwie komisch finde, weil normalerweise mag der das nicht, wenn da so große, feste Brocken sind. Der hat, eine Katze hat natürlich ein kleineres Gebiss und der ist ein bisschen kaufaul. Weil dem das so gut gefallen ist, hatten wir dann letztens auch mal die Katzenvariante von dem Futter ausprobiert. Das nennt sich Wild Cat. Und da gibt es auch verschiedene Sorten. Das hat dem mega gut gefallen. Und deswegen habe ich jetzt da auch mal ein Sparpaket genommen. Also es sind jetzt 3x500 Gramm. Bei den Hundesachen sind es jetzt 3x2 Kilogramm. Bei den Katzen ist es jetzt natürlich ein bisschen weniger, weil die fressen natürlich auch verhältnismäßig ein bisschen weniger. Und das ist jetzt die Sorte Cheetah. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist mit Wildfleisch und Lachs. Und dann habe ich zweimal die Sorte Rani genommen und Rani ist mit Fasan, Ente, Süßkartoffeln und Kürbis. Und das schmeckt ihm auf jeden Fall richtig gut und ist halt auch wie das Hundefutter sehr hochwertig verarbeitet, ohne irgendwelchen Müll da drinnen. Und ja, genau, das habe ich dann auch noch genommen. Was habe ich noch bestellt? Von Wolfsblut habe ich dann noch eine kleine Probe genommen. Die hat jetzt irgendwas um 1 Euro gekostet oder so. Ich hätte natürlich auch was von unserem abfüllen können, aber weil ich sowieso am Bestellen war, habe ich das einfach mal mitbestellt. Das ist für die liebe Carina, die Black Dahlia. Die hat mich nämlich bei Facebook angeschrieben. Also wir machen ja bald ein Tauschpäckchen und sie hatte mich halt angeschrieben, ob ich ein Futter empfehlen kann. Und weil wir ja sowieso tauschen, habe ich ihr gesagt, na, ich packe ihr dann einfach von unserem mal so eine Probe rein und dann kann sie das ja vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht gefällt ihr das ja dann auch. Pina, es ist nicht für dich. Sitz. Na, dann mach Platz. Halsi. Das packe ich dir dann in dein Tauschpäckchen rein. Falls du das Video jetzt überhaupt siehst, ich weiß es ja gar nicht. Und ja, das war das Futter, was wir bestellt haben. Und dann habe ich jetzt hier noch zwei Sachen drin. Und zwar einmal Rindersprossen. Das ist getrocknete Luftröhre vom Rind, 500 Gramm. Die frisst Akina auch total gerne. Was für die Zähne muss natürlich auch sein. Zum Knabbern einfach. Und die letzte Sache ist so ein Kotbeutel-Spender.
den haben wir gratis dazu bekommen. Bei der Seite ist das nämlich so, wenn man einen bestimmten Wert erreicht, dann kriegt man immer ein gratis Produkt dazu. Das kann man sich dann in seinen Warenkorb mit hinzufügen. Und das war halt dieses Mal so ein Kotbeutelspender. Da ist auch eine Rolle Kotbeutel drin. Ja, finde ich ganz cool, dass man das so bekommt. Man bekommt auch jedes Mal bei der Bestellung was zum Knabbern gratis dazu. Das war dieses Mal eine Kaurolle und ein Mini-Kauknochen, so ein geknoteter, auch vom Rind halt einfach. Aber die kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, weil Akina ihn schon aufgegessen hat. Wie gesagt, es steht hier leider schon ein paar Tage und aber ist ja nicht schlimm. Ich glaube, viele von euch wissen, wie sowas aussieht. Da muss ich das jetzt auch nicht unbedingt zeigen. Wollte euch, wie gesagt, nur ganz kurz mal zeigen, was wir da alles so bestellt haben. Und alle wichtigen Links packe ich euch in die Infobox. Und jetzt zeige ich euch natürlich dann auch noch, wie wir das Futter aufbewahren. Beziehungsweise, wo ich das dann umfülle. Weil ich lasse das ja nicht in diesen Säcken, sondern ich fülle das immer um. Und ich habe gerade gesehen, ich habe noch was vergessen. Hier steht noch so eine Dose Real Nature, die ist jetzt stellvertretend für alle anderen Sorten. Wir haben da nämlich mal verschiedene Sorten. Und die gibt es bei uns immer abends. Abends kriegt Akina meistens Nassfutter. Wie gesagt, auch weil sie halt so futterempfindlich ist, ich habe so verschiedenes ausprobiert und das hat eigentlich so bisher am besten geklappt. Morgens Trockenfutter von Wolfsblut. Und auch so für die Trainingseinheiten, wenn ich neue Tricks trainiere und so über den Tag verteilt, füttern wir auch Wolfsblut. Und abends kriegt sie dann nur noch eine kleine Portion Real Nature. Das ist so als, ich nenne das immer Betthupferl, weil sie halt auf leeren Magen Galle schwuppt. Und deswegen muss sie halt abends irgendwie nochmal was essen. Und da hat sich das bis jetzt ganz gut bewährt. Das ist von Fressnapf. Das werden bestimmt ganz viele von euch kennen. Und das ist halt auch ohne Getreide und mit hohem Fleischanteil. Und das kann ich auch auf jeden Fall absolut empfehlen. So, nun zeige ich euch natürlich kurz, wie ich das so aufbewahre. Und zwar fülle ich das immer in so eine Dose hier um. Das ist einfach so eine Plastedose, da mache ich dann so ein Beutelchen rein. Ja, das ist jetzt so ein Müllbeutel mit 10 Liter, das ist ja eigentlich auch wurscht, was man da rein macht. Man kann das Futter auch direkt in die Dose machen, aber ich finde es immer besser zum Reinigen, weil man hat halt diese ganzen kleinen Krümelchen, die dann so übrig bleiben, wenn das Futter alle ist, nicht so in dieser Dose drin, sondern die sind halt in dem Beutel. Und wenn ich dann halt neues Futter reinfüllen will, mache ich den alten Beutel raus, schmeiße es dann weg mit diesen ganzen Krümelchen, wische vielleicht nochmal durch und habe dann wieder eine picobello saubere Box, wo ich dann neues Futter reinfüllen kann. Dann habe ich hier so ein Ding, das war bei irgendeinem anderen Futter, glaube ich, mal dabei gewesen und damit kann man das dann halt so rausholen. Und das ist jetzt auch die Sorte Wild Duck. Also, ja, seht ihr vielleicht mal den Größenvergleich so. Das ist relativ groß, finde ich, aber für Akina ist das gut. Wir müssen ja auch nicht so kleine Mini-Brocken haben. Die können ruhig mal ein bisschen was zu kauen haben, finde ich. Für kleinere Hunde gibt es auf der Seite auch spezielles Futter, wo die Brocken halt einfach kleiner sind. Für Welpen gibt es, glaube ich, auch spezielles Futter mittlerweile und auch für die Senioren. Aber wir haben halt einfach ganz normal die normalen Erwachsenen-Sorten. Ja, Akina steht hier auch schon. Möchtest du mal kosten? Ja, willst du es mal kosten? Du weißt doch, wie das schmeckt. Ja, wie man sieht, schmeckt sehr lecker. So bewahre ich das immer auf. Die Box, die ist übrigens aus dem Baumarkt. Da passen genau 2 Kilo drin rein. Da fehlt jetzt natürlich schon so ein bisschen was. Aber ja, da passen halt genau 2 Kilo rein. Müsst ihr einfach mal gucken. Die gibt es bestimmt auch bei Teddy oder in irgendwelchen anderen Geschäften. Oder vielleicht auch bei in irgendwelchen größeren Supermärkten oder so. Also, ja, wie gesagt, einfach mal gucken. Und das
packe ich dann auch nochmal in unsere Futtertonne rein. Wir haben hier so eine ganz tolle 15 Kilogramm große Futtertonne. Da habe ich hier so Akina raufgeklebt, damit man natürlich Bescheid weiß, dass das Akinas Futter ist. Und da sind dann auch so die ganzen Knabbersachen drin. Da haben wir jetzt hier noch Hirschsehnen zum Beispiel drin. Oder solche Kaurollen. Habe ich auch nochmal so ein zweites Gefäß. Da sind dann noch andere Sachen drin. Irgendwelche Kekse, Hundekekse oder so. Oder einfach andere Leckerlis. Damit die hier nicht alle so rumfliegen, mache ich die dann meistens so da rein. Das ist jetzt eigentlich Müll, wie ich gerade sehe. Ja, genau, da stelle ich das dann einfach hier dazu. Schwupps. Dann kommt der Deckel drauf und alles ist schön verstaut. Ja, dann wollen wir natürlich auch was davon geben. Sie hat heute Morgen schon mal so ein bisschen was gekriegt, weil wir da so ein bisschen wieder trainiert haben. Lasst euch von dem Brummen nicht irritieren, das ist der Wasserbrunnen. Ich sehe gerade, ich müsste den auch mal sauber machen, der ist schon wieder ein bisschen fusselig. Aber was soll's, auf jeden Fall kriegt sie jetzt ihr Futter. Okay. Ich lasse sie immer vorher Sitz machen. Und sie wartet dann quasi auf das Okay, dass sie dann fressen darf. Das war mir ganz wichtig, damit sie dann nicht einfach sofort drauf stürzt. Und das so runterschlingt gleich. Ja, Akina und ich verabschieden uns jetzt dann auch. Ich hoffe, das Video war informativ und hat vielleicht dem einen oder anderen weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen habt zum Futter oder sonst irgendwelche Fragen, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Oder falls ihr irgendwelche Videowünsche habt, da müssen wir dann mal gucken, wann wir dann Zeit haben, das umzusetzen. Das mache ich natürlich auch sehr, sehr gerne dann. Und wie gesagt, also ich werde alle wichtigen Links zusammensuchen und in die Infobox packen, also wo ich das Futter bestelle und die Firma von dem Futter, also den Hersteller, sowohl von dem Katzenfutter als auch von dem Hundefutter, packe ich euch in die Infobox. Da könnt ihr euch dann einfach mal durchklicken und durchlesen und so. Das muss ich ja jetzt hier nicht alles erklären, das kann man ja da alles auf einen Blick schön erfassen und sich dann halt selbst durchlesen. Und ja, genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss! Guck mal, Akina winkt euch auch.